Hallo, mein Name ist Barbara, das ist mein Online-Name. Ich bin 47 Jahre alt und habe ein ganz schönes Problem. Ich habe Fibromyalgie. Ich habe die letzten 5 Jahre damit verbracht, rauszufinden. Erstmal habe ich lange versucht, rauszufinden, was ich denn habe. Und nachdem alles andere ausgeschlossen wurde, ist klar, ich habe Fibromyalgie. Ich war, wie viele von euch wahrscheinlich auch, bei allen möglichen Ärzten, Rheumatologen, Orthopäden, Neurologen, in Kliniken. Vor knapp 2 Jahren wurde mir dann am Oberarm noch eine Muskelbiopsie durchgeführt, die dann auch das Ergebnis gebracht hat. Eigentlich haben alle Untersuchungen und alle Ergebnisse oder alle Untersuchungen und alle Befunde das Ergebnis gebracht, dass es keine großen Auffälligkeiten gibt. Eigentlich ist alles soweit in der Norm. Und das haut einen schon um, weil man ja wirklich nicht fit ist und eigentlich gar nichts mehr kann. Es ist so, dass ich aktuell keine wirklichen Strecken mit dem Fahrrad fahren kann. Ich kann keine Treppe gehen, ohne Schmerzen zu haben. Ich kann überhaupt nicht lange in der Hocke bleiben. Ich kann mich nicht wirklich lange bücken. Gartenarbeiten gehen nicht. Und ich spare mir jetzt zu erklären, was Fibromyalgie genau ist. Ich denke, das kann man auch anders rausfinden. Das muss ich hier jetzt nicht behandeln. Nachdem feststand, dass ich Fibromyalgie habe, war für mich ebenso klar, dass ich auf keinen Fall irgendwelche starken Medikamente nehmen werde, die mich abhängig machen oder die mir nicht gut tun. Zumal eben bekannt ist, dass die angewandten Medikamente bei Fibromyalgie in den meisten Fällen nicht helfen. Ich habe es gar nicht erst ausprobiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist beim Hausarzt. Der Hausarzt hat mich dann noch weiter betreut und hat mir nahegelegt, ein Antidepressiva zu nehmen. Das habe ich für ein halbes Jahr genommen. Mirtazapin war das. Damit war ich eigentlich durchgehend müde. Müdigkeit ist ja auch ein großes Problem bei Fibromyalgie, Erschöpfung, Müdigkeit und Muskelschmerzen. Und da bin ich eigentlich erst nachmittags wach geworden und als das halbe Jahr um war, habe ich die Tabletten dann auch weggelassen. Und seitdem versuche ich, mir alternativ zu helfen. Ich habe dann wieder angefangen, im Internet zu suchen, was kann ich bloß tun, was kann ich machen, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Denn, wie gesagt, schulmedizinisch war ich nicht bereit, Medikamente zu nehmen, die abhängig machen, die viele Nebenwirkungen haben. Ich war mir auch sicher, ich bin mir immer noch sicher, dass die Fibromyalgie, jedenfalls in meinem Fall und wahrscheinlich bei allen anderen auch oder bei den meisten anderen auch, keine psychischen Ursachen hat. Es ist eher so, dass man dadurch psychische Probleme bekommt, denn man hat kein normales Leben mehr mit dieser Krankheit. Ja, und nun bin ich dann nach Internetrecherche auf die Guaifenesin-Therapie gestoßen. Ein kalifornischer Professor behandelt Fibromyalgie mit Guaifenesin und ist der Meinung, dass Fibromyalgie eine genetische Erkrankung ist und aufgrund eines Gendefektes sich Phosphate im Körper einlagern, weil sie nicht ausgeschieden werden können. Also ich kann das jetzt noch nicht so erklären, wie es fachmännisch richtig gemacht werden müsste. Auf jeden Fall soll es so sein, dass das Guaifenesin bewirkt, dass die Phosphate ausgeschieden werden können. Und die eingelagerten Phosphate, ich meine, wenn diese Theorie stimmt und man
Fibromyalgie, wenn man praktisch mit der Krankheit geboren wird, dann ist es so, dass, so wird es erklärt, dass sich eben die Phosphate im Körper einlagern, zuerst in den Knochen, dann in den Muskeln und zum Schluss in den Gelenken. Es ist ein jahrzehntelanger Prozess. Und das würde auch erklären meinen ganzen Verlauf. Also wenn ich sagen müsste, wann hat das Ganze angefangen, würde ich sagen im Alter von 14 Jahren mit sogenannten Wachstumsschmerzen. Damals bin ich zum Arzt gegangen, weil mir meine Beine wehtaten, meine unteren Beine. Und der sagte, das sind Wachstumsschmerzen. Dann war ich 14. Dann kamen irgendwelche Kleinigkeiten dazu, so Allergien. Plötzlich habe ich mit dem Bauch Probleme gekriegt, Bauchkrämpfe und das will ich jetzt alles gar nicht so genau erläutern. Unverträglichkeiten. Die muss ich sagen, diese ganze Reizdarmproblematik, die hat sich in den letzten Jahren schon sehr verschlimmert. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Auch ein typisches Symptom bei der Fibromyalgie. Also ich muss mich auch echt anstrengen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wovon ich jetzt eigentlich reden wollte. Ah ja, ich wollte erzählen, dass ich auf diese Therapiemöglichkeit gestoßen bin und gleichzeitig habe ich mich auch einem Forum angeschlossen, was man hier im Internet findet. Und prompt kann ich gerade die Internetadresse auch nicht sagen. Das tue ich mal eben. Das Forum, in dem ihr mich auch findet, unter meinem Online-Namen Barbara, nennt sich fibromyalgie-guaifenesin-forum.de. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich das Forum gefunden habe. Da bekomme ich viel Unterstützung. Ich wollte hier auch noch mal in das Buch zeigen. So sieht das aus. Fibromyalgie, die revolutionäre Behandlungsmethode, durch die man vollständig vom Beschwerden frei werden kann. Infos dazu bekommt ihr auch auf einer ganz tollen Internetseite. Die nennt sich www.guaifenesin.de. Diese Seite ist von einer Hebamme, die auch an Fibromyalgie erkrankt ist. Und diese Hebamme, die heißt Dora Meyer, die hat das Guaifenesin nach Deutschland gebracht. Ich meine, dass es so war, dass ihre Tochter in Amerika war und sie darauf gekommen ist. Und ihre Tochter, meine ich, hat auch dieses Buch, was es ist, vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal in Deutsch erschienen ist, auf jeden Fall, hat ihre Tochter das dann übersetzt. Könnt ihr das sehen? Ja, und auf der Seite www.guaifenesin.de bekommt ihr so die ersten Infos, die ihr braucht. Viele Kleinigkeiten, hilfreiche Kleinigkeiten, die dort stehen, um so sich vorab schon mal zu informieren, um zu gucken, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon vor ein oder anderthalb Jahren schon mal auf Guaifenesin gestoßen. Da habe ich aber gemeint, ach, wieder irgendwie so ein Quatsch und habe auch nicht genau hingeguckt und und darum bin ich jetzt mal ganz gespannt, was passiert. Ich habe diesen Blog erstellt, um meine gerade begonnene Guaifenesin-Therapie zu dokumentieren. Ich bin ganz gespannt, wie es mir damit weitergehen wird. Ja, ich nehme Guaifenesin jetzt seit 4 Wochen und werde immer wieder hier im Forum, Quatsch, nicht hier im Forum, sondern hier in meinem Blog, davon berichten, was ich denn so für Fortschritte oder Rückschritte erlebe. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich hoffe, ihr habt eine schmerzfreie oder schmerzreduzierte Zeit und werde euch dann schon in Kürze die ersten 4 Wochen vorstellen. Tschüss erstmal! Like the clouds, when the sun shines around.